Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Und ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken sozusagen. Wir haben aktuell Geldprobleme, dadurch, dass ich Werkzeuge gekauft habe. Sind natürlich dementsprechend viele Sachen auch wieder weggegangen. Ich würde mal sagen, unsere Lager sind ja relativ schnell voll. Wir stellen mal ein, dass wenn wir, warte mal, wo sind die Bretter, wenn wir 100 von denen lagern, können wir denn nicht... So, zack. Wenn wir 100 von denen auf Lager haben, dann sollen bis zu diesem Wert verkauft werden. Und Stein... Soll ich mich... Nein, lassen wir mal von Anfang. Tun wir am Anfang mal nur Bretter verkaufen, weil von denen haben wir massig. Und die könnten uns vielleicht ein bisschen Geld geben. Und nimmst du mit? Handel hat uns... Ja, das ist relativ ausgeglichen, bedeutet, wir bleiben positiv. Das ist doch schon mal vorteilhaft, wenn wir so positiv bleiben. Also unser Dorfgehalt geht auch allgemein nach oben, das ist schon mal super. Und sobald der hier umzieht, beziehungsweise die Stellen freigemacht sind, zieht der nach hier drüben und soll dann später hier drüben anfangen abzubauen. Einfach, dass wir dann hier auch mit Wohnhäusern vielleicht vollklatschen können. Obwohl, ja, tun wir es eben dann nach da vorne, auf, nach da oben, damit wir hier den Hafen sowieso frei haben. Den brauchen wir eh eigentlich. Wie viel kostet denn eigentlich neues Territorium? 500, hab ich das gesagt. Nee. Das ist kostenlos. Ja, sag mir das doch einer. Das kostet 500. Ah, noch Fisch habe ich noch gar nicht, ne? Ah, dann tun wir schon mal abbauen anfangen. Dann tun wir schon mal abreißen. Oh, jetzt hat. Beförderung zu. Was sind Leibeigenschaften? Warum könnt ihr schon zu Leibeigenen? Tun wir alle zu Leibeigenen machen. Lang lebe die Beute. Das Königreich. Ja, ja. Wir haben das Auge immer aufs richtige Ziel gerichtet. Warte, da ist ein Baum. So. Holz haben wir auf jeden Fall. Neue Zone Aufforstung ist verfügbar. Schäferei, Weberei, Schneiderei, Weizenfarm, Windmühle, Bäckerei und Forsthaus sind jetzt verfügbar. Auftrag abgeschlossen. Befördere den ersten Neuankömmling. Rein theoretisch können wir natürlich auch hier erstmal ein bisschen aufforsten und dann sagen wir, forsten hier den Wald auf, ne? Ginge ja auch. Aber für den ersten, für den Anfang brauchen wir noch nicht. Am Anfang brauchen wir das noch gar nicht. Wir brauchen jetzt eher eine Fischerhütte. Das schaut doch ganz gut aus. Eine Kirche wird mich interessieren. Aber unsere Kirche scheint mir noch gut zu sein. Happiness liegt bei 93%. Das schaut gut aus. Ich werde Ihnen einen Auftrag geben. Was? Wer wird? Sagt seiner Majestät, dass ihr ein Königreich bittet, nachkommen werdet. Botschaft aus dem Königreich. Wir erlauben es euch, einen Außenposten auf eurem Territorium zu errichten. So wird es euch möglich sein, an militärischen Kampagnen auf eurem Lehnsherrn teilzunehmen. Dies ist ein Privileg, vergesst es nicht. Später. Weil jetzt habe ich aktuell andere Prioritäten. Aber sie bauen gerade die Hütte aus. Und ich habe dann 6 Leute Platz. Das ist schon mal gut. Das müsste jetzt auch reichen, oder? Damit, dass wir hier die Sachen bauen. Und dann würde ich jetzt direkt hier 2 Fischerhütten. Oder eine. Ich habe gesagt, wir dürfen nichts übertreiben, ne? Dann bauen wir erstmal eine hin. Eine, die wir dann voll auslasten halt auch, ne? Wenn es cool werden würde, entweder jetzt von hier runterziehen direkt. 3 Leuten fehlt es an Wohngebäuden. Ja, ich muss halt das Forsthaus dann versetzen. Steinbruch, Windmühle. Theoretisch hätten wir hier auch schon viel Platz für eine Weizenfarm, ne? Also ich setze mal schnell hier hin. Eine Windmühle. Die Windmühle setze ich trotzdem hier irgendwie hin, weil das Dorf ist ja nicht weit weg. In dem Fall. Und dann brauchen wir noch eine Bäckerei. Die kostet 150, die können wir uns gerade nicht leisten. Upsi! Nur von 3 Armen geschossen, 3 fehlen Wohngebäude. Und der Händler kommt wieder. Bitte kauf uns viel ab.
Kauf uns ganz, ganz viel einfach ab. Dann bin ich happy. Er hat uns gleich einiges abgekauft. Jo, plus 16 allein von Holz her. Aber er kann auch gar nicht mehr so viel abkaufen, weil wir aktuell voll bei den Brettern, sagen wir mal, knapp bei Kasse sind, weil das Holz so niedrig ist, ne? Wie läuft es mit unserer Fischerei? Perfekt. Fischerhütte steht. Einer kann hier zugewiesen werden. Und dadurch, dass... Wie viel haben wir denn aktuell an Arbeitslosen? 3. 1, 2 und dann für die Bäckerei 3. Easy. Ah, dir können wir jetzt außerdem gleich mal sagen, du kriegst hier Fisch noch. Du kriegst hier... Oh, scheiße, ja, das wird jetzt eher fragwürdig. Und du kriegst das Mehl hier. Dann lagern wir das erste Mal ein, das Ganze, bis wir zur Produktion von Brot kommen. Und dann müssen wir eh ausbauen, wahrscheinlich. Aber wir sind immer noch bei einer 97er Zufriedenheit. Das ist gut. Wie sind denn allgemein der Stand? Wie viel? 19 von 20. Weil wir haben noch nicht den Trouble, es gerade auszubauen. Wie geht's hier voran? Oh, das kostet auch... Oh, nächste Woche werden wir wieder Ausgaben haben für die blöden Teile hier. Oh, das ekelt mich jetzt schon an. Da brauche ich auch welche. Oh. So, hier kommt eine Person rein. Die darf erstmal hier überall ihre Weizenfelder hinziehen. Von Anfang auch hier drüben so ein bisschen hin. Da, wo gerade Platz ist, wird halt jetzt gefarmt. So. Einer hat sich entschlossen anzuschließen. Das ist schon mal schön zu wissen. Bäckerei kann man sich leisten. Ah, dann können wir hier bei der Weizenfarm noch einen reintun. Dann haben wir eh noch einen auf Lager. Wieso Ressourcen? Ja, jetzt haben wir noch einen auf Lager. Easy, easy. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen diesmal schneller voran. Ich glaube, das ist echt, weil ich besser weiß, was ich tue. Dorfkirche hat immer noch 3 Treubesucher nur noch, was? Also ich würde gerne hier hinbauen halt. Aber dafür brauchen wir wieder Geld. Und Geld ist gerade irgendwie rar. Sehr, sehr rar. Oh, jetzt haben wir gerade gezahlt. Now war Payday, würde ich sagen. Und Payday war unangenehm wieder. Wie viel... Steine oder Klötze haben wir auf Lager? 30. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier unter Handel. Unter Handelswaren und setzen Steine auf eine 50er-Limitierung. Nochmal 55er-Limitierung. Bis dahin darf verkauft werden. Und Steinblöcke dürfen auch ab 40 verkauft werden, würde ich sagen. So. Apropos, was kauft er? Nein, das war dumm. Ich musste gucken. Warte mal. Gib mir eine Sekunde. Nein. Aha, falsches Tab. Steinblöcke kauft er nur. Der verkauft gar keine Steine. Bretter, Wein und Beeren. Und tun wir Beeren auch ab 100 verkaufen. Warum schließe ich jedes Mal dieses blöde Tab? Bedeutet hier, bei Steinen können wir den Verkauf ausschalten. Bei Bären setzen wir den jetzt mal auf 100 hoch und verkaufen Biss. Dann sollten wir dementsprechend auch noch mehr kaufen oder bauen können halt, ne? Natürlich könnte man Holzfäller auch hier runtersetzen, ne? Aber er nutzt doch nicht die ganzen Flächen. Das ist gut zu wissen, dass er nicht alles nutzt. Ich hätte schon erwartet, dass er alles auf einmal nutzt. Alter, wir kriegen so viele Leute gerade dazu. Das ist genial. Bedeutet, hier kommt noch einer hin dazu. Und hilft den Bäuerchen. Ah, jetzt habe ich noch aktuell keinen. Wie schaut aktuell aus? Ja, 41. Ja, das geht easy. Der Handel war halt wieder teuer, aber das geht schon. Das geht schon. Ich glaube, wir gehen relativ gut dabei. Fisch haben wir auch mittlerweile gleich auf Lager, oder? 10 Fisch.
Der Händler kommt wieder und kauft jetzt sich hoffentlich voll. Komm, kauf dich voll. Yo! Ha! Er konnte nicht so viel verkaufen, wie er gekauft hat von uns. Das ist gut. Das taugt mal. Und sobald die Steinblöcke die 50er-Limitierung erreicht haben, oder die 40 haben wir gleich gesetzt, oder 40 haben wir gesetzt. Die magische 40 haben wir gesetzt. Genau. Kauft er auch von dort ein. Und dann sind wir wieder auf dem Weg der Besserung. Vielleicht sollte man dann einen zweiten Steinmetz machen, weil der bringt uns ja Profit in diesem Fall, ne? Wie schaut es mit dem Abbau aus? Oh, 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 oh. Das geht schneller, als ich erwartet habe. Was ist, wenn wir hier unten Holzfäller, Sammlerhütte und ein Forsthaus hinsetzen und das anforsten die ganze Zeit auch? Würde das funktionieren? Weil uns geht langsam irgendwie die Bretter aus, habe ich das Gefühl. Haben wir jetzt noch einen rein für die Mühle? Ja, haben wir noch. Perfekt. Wie haben wir aktuell auf Weizen? Weizen auf Lager noch gar keins. Hm, was? Ah, weil die erst jetzt ernten. Die ernten erst. Oh, shit. Die Weizenernte des Todes. Ah, der macht jetzt Pause. Acht. Alter, so viel kriegst du auch nicht raus, wie ich erwartet hätte, ne? Drei Leuten fehlt es an Platz für Häuser. Wenn wir den nach unten verlegen, könnten wir hier rein theoretisch noch ein paar Häuser gleich hinsetzen. Oder? Wohngebiet. Obwohl, der macht hier auch viel Probleme. Geben wir hier nochmal ein bisschen Rechte. Die müssen sich halt dementsprechend gerade angliedern. Ich würde die Leibeigenen befördern, dass die alle auf denselben Stand kommen, aber sonst aktuell noch nicht weiter. Einfach für Safety First, ich will jetzt erstmal die Grund... Was? Der Handel bringt uns ordentlich Kohle jetzt. Das ist super. Das taugt mal. Wir können sich gleich das Gebiet auch freischalten, dann können wir hier noch weghacken und gleichzeitig die Gebäude nach hier herum verlegen. Das wäre natürlich genial, der Streich. Das wäre ein genialer Streich von mir. Weil allein der Handel bringt viel genug ein, um die Ausgaben zu decken und gleichzeitig aber auch die Einnahmen decken das alles. Also die Einnahmen alleine haben das Doppelte von unseren Ausgaben eigentlich. Jetzt nicht mehr gerade, aber ansonsten schon oft. Weizen haben wir wie viel auf Lager? 14, okay. Bedeutet, die Mühle müsste doch auch schon anfangen zu arbeiten, oder? Ja, da ist schon Mehl auf Lager. Schön. Schön, schön, schön. Wie viel Fisch haben wir? 15. Wie viel haben wir an Mitarbeitern? Weil ich müsste vielleicht mal denen hier mehr zuweisen. Dann kriegst du hier noch den einen Arbeitslosen jetzt. Fürs nächste, für die nächste Zeit. Weil für vier Sachen zuständig zu sein, alleine, vielleicht nicht die schönste Sache. Und ja, vor allem wir haben irgendwo drei, wir haben 100. Ja, okay, das wird sich. Ich wollte gerade sagen, holy shit, wie wenig haben wir noch, aber wir pendeln ja da und da drum, ne? Und vor allem war da gerade der Händler da. Der hat auch wieder Geld reingebracht. Oh, schön. Oh, oh, das taugt mir, dass der so viel Geld einbringt. Ne, wir erweitern erst unseren Dorfplatz. Gebäudeteile. Ne, bearbeiten. Hier noch einen hin. Und hier noch einen hin. Und dann würde ich sagen, Baubeginn. Es kostet uns nur 20 Holz. Das ist super. 20 Holz sollten, haben wir nicht auf Lager. Ich glaube, unsere Schreiner sind zu heftig aktuell für den Stand, den wir haben. Bedeutet, vielleicht wäre es echt nicht doof, wenn wir hier unten anfangen würden anzubauen. Bedeutet, wir gehen jetzt hier mal in den Bauauftrag. Im Forsthaus. Was sich ganz simpel mit hier eingliedern lässt. Das setzt sich hier so zwischen die Mühle noch mit rein, so ganz easy.
5 Dorfbewohner und vieles am Platz. Ja, wir tun ein bisschen Puffer aufbauen und dann kaufen wir das eine Gebiet ganz easy schnell. Weil am liebsten würde ich ja hier drüben das dann später machen. Aber dafür will ich, ich will das eine Gebietteil hier halt nicht direkt kaufen. Ich will diesmal schauen, dass ich nicht unbedingt gleich alles auf einen Schlag kaufe, wenn ihr versteht, was ich meine. Einfach schauen, so wenig wie möglich am Anfang zu investieren. Oh Gott, wir brauchen da drüben das Eisen dann auch. Oder halt hier haben wir auch Eisen. Eisen kommt relativ spät wahrscheinlich dazu. Das wäre eine coole Insel zum Anbauen. Hier Brücke rüber, das Teil kaufen und vollbauen. Und dann halt ein paar von den Anbauern runter. Und ich würde dann das Forster auch diesmal verlegen. Also das hier würde ich diesmal verlegen anfangen. So, haben wir noch einen freien Arbeiter aktuell? Nee, haben wir nicht. Wir sind voll. Bedeutet, wir tun einen unserer Schreiner. Wir haben nur 2 Schreiner aktuell. Was? Warum haben die denn so Probleme? Dann müssen wir einen unserer Farmer diesmal abziehen. Edith haben wir abgezogen. Sie war Farmerin. Und die Farmerin wird nun Försterin. Und dann tun wir das Aufforstgebiet festlegen. Aufforsten. Da hast du das gesamte Gebiet hier. Bis da hinten. Das darfst du bitte in der nächsten Zeit für mich aufforsten, meine Dame. Lass hier schöne Wälder wachsen. Weil wir sind echt beinahe ohne Bäume. Das ist natürlich eine ungute Sache. Aber wenn wir dann beispielsweise den Förster hier hin auch hocken, er sitzt da mitten im Feld drin, kann schön arbeiten. Und dann halt irgendwann später, wenn wir genug Kohle haben oder halt die Grundeinkommen dementsprechend sind, setzen wir das alles auf die Insel. Dann ist es getrennt von unserem allgemeinen Dorf. Uns fehlt halt gerade aktuell echt zu viel. Den Puffer nehme ich an. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr alles unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes. We'll be right back.